Es ist kaum zu glauben, aber ich habe tatsächlich Corona gekriegt. Und was ich jetzt in diesen Tagen alles erlebt habe, werde ich dir jetzt gleich in diesem Video erzählen. Also bleib dran. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Und wir sind in Österreich, Schweiz und Deutschland vertreten. Wir sind eines der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung im Webinarbereich. Und wenn du immer die neuesten Nachrichten der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere am besten jetzt gleich meinen Kanal und ich danke dir schon sehr dafür. Dann möchte ich noch an dieser Stelle etwas Wichtiges sagen für alle Menschen, die vielleicht jetzt sich krank fühlen oder sogar diese C-Krankheit haben. Ihr habt alle mein tiefstes Mitgefühl und ich unterschätze diese Krankheit überhaupt nicht. Sie ist einfach für jeden Menschen individuell anders. Jeder Mensch erlebt sie anders. Und für alle unter euch, die es schwer erwischt hat, ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Kraft und dass ihr bald wieder gesund werdet. Das ist mir wichtig, dass ihr das wisst. Und was ich jetzt hier gleich erzähle, das ist mein persönlicher Erlebnisbericht, so wie es eben für mich war. Das heißt noch lange nicht, dass die Krankheit harmlos ist, sondern sie war jetzt für mich so, wie ich es jetzt gleich auch erzähle. Ja, meine Lieben, also mich hat es sozusagen erwischt und ich hätte es fast gar nicht mitgekriegt. Ich dachte so für mich, das ist eben einfach eine Erkältung und da gehst du jetzt durch. Es ist so, dass ich eigentlich immer, immer, immer gesund bin und als Medium ja da auch sehr viel dafür tue, dass ich gesund bin. Habe ich mich also irgendwo angesteckt und es ist ja auch gut, wenn man sich mal ansteckt, so sehe ich das, dann hat man die Abwehrkörper und die Krankheit, wie die jetzt verlaufen ist, das werde ich dir gleich erzählen, wie das bei mir war. Und ja, warum ich es auch gar nicht so richtig erkannt habe, dass es jetzt diese C-Sache ist. Also das fing an, du merkst jetzt vielleicht an meiner Stimme, die ist ein bisschen belegt, aber ansonsten bin ich relativ normal, würde ich sagen. Also das fing an, dass ich an einem Morgen aufgewacht bin und so ein Halskratzen hatte, so ein komisches Halskratzen, so ein hartnäckiges und husten musste so ein bisschen. Das war alles, was an dem Tag passiert ist, immer wieder mal Halskratzen und Husten. Und ich hatte sogar noch ein Video gemacht und habe das dann halt rausgeschnitten. Kann man ja machen. Auf jeden Fall. Die Nacht dann, die war echt extrem, weil, also sowas hatte ich echt noch nie erlebt. Ich hatte einen Schüttelfrost ohne Ende und mir ging es echt wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Ich habe dann ganz viele Dinge auch gemacht. Das erzähle ich in einem anderen Video, was jetzt nicht zensiert ist und das kannst du auf Smarana TV dir anhören. Doch jetzt bleib erstmal hier und hör dir an, was ich hier auf YouTube zu sagen habe. Auf jeden Fall am nächsten Morgen ging mir es, ja, ich habe mich krank gefühlt, schon irgendwie krank gefühlt und habe das dann auch erzählt, dass ich diesen Schüttelfrost hatte. Und dann habe ich mich ein bisschen geschont und habe mich also hingelegt und ausgeruht. Es waren dann 3 Nächte insgesamt, kann man sagen, wo ich sehr intensive Gliederschmerzen hatte, wo mir der ganze Körper wehgetan hat. Und aber danach ist es weggegangen. Das waren 3 Nächte. Und ich hatte mich schon geschont. Ich hatte also so nur 2, 3 Stunden mal was am Computer gemacht. Das muss ich sagen. Oh Gott, das macht man eigentlich nicht, wenn man krank ist. Aber was heißt denn jetzt schon krank sein? Ne? Ich bin jetzt eher der Typ, der nicht leidet und nicht so sehr in die Krankheit geht, sondern eher mehr in die Gesundheit sich orientiert. Und ich war ja auch jahrelang immer gesund. Das ist der Punkt. Ich bin immer gesund und deswegen ist das schon was Krasses, wenn mir sowas passiert. Aber das heißt ja auch, dass ihr seht, ich bin ein ganz normaler Mensch, so wie ihr auch, so wie jeder andere. Ja, auf jeden Fall
Ich hatte mich also immer geschont und Netflix war mein bester Freund. Die Zeit, ja, und die Katze natürlich an meiner Seite, ganz klar. Die hat auf mich aufgepasst. Und dann kam jemand, da, ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich immer noch nicht, dass ich C habe. Das wusste ich nicht, weil auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Und dann kam aber jemand zu Besuch und hat gesagt, du lass dich doch mal testen, vielleicht hast du es ja. Und dann habe ich gedacht, ja, warum denn nicht? Und dann habe ich das gemacht und dann kam raus positiv und habe gesagt, oh Gott, das ist ja krass. Oh Gott, ich hab das gekriegt, das hätte ich ja nie gedacht. Und ja, dann bist du halt in dieser Prozedur drinnen. Dann bin ich in die Stadt gefahren und habe in das Testzentrum, in das Offizielle. Dann wurde dieser ekelhafte PCR-Test gemacht. Ah, da denkst du ja, die ziehen dir alles aus der Nase ganz hinten raus. Oh, und ja, und dann kam das Ergebnis halt so und Vorsicht, positiv steht da drauf in Rot. Vorsicht, positiv. Und naja, gut, jetzt bin ich eben in der Quarantäne. Ändert sich für mich nicht viel, weil ich ja sowieso zu Hause arbeite, im Homeoffice schon 20 Jahre lang. Also es ist für mich kein Unterschied und ist auch jemand da, der einkaufen geht und Essen bringt. Also ist alles irgendwie da. Mir selber geht es relativ gut. Was ich jetzt mir so auferlegt habe, das ist tatsächlich jeden Tag mal Ruhe, jeden Tag mal mehr ausruhen. Das wird es wahrscheinlich sein, weil ich habe mein Leben lang immer sehr, sehr, sehr viel gearbeitet und mich eigentlich kaum geschont. Vielleicht ändere ich das jetzt in meinem Leben, dass ich mir einfach mehr Zeit für mich nehme und mehr auf meinen Körper schaue. Es ist ja auch eine Botschaft hinter jeder Krankheit da. Es ist ja was da und die sollte man dann auch beachten und gerade als Medium ja sowieso. Und ich schäme mich jetzt auch nicht, dass ich dieses bekommen habe, dieses C. Also ich möchte auf jeden Fall diese Krankheit nicht runterspielen, natürlich nicht. Und es ist für jeden Menschen sicher anders. Für jeden Menschen ist es individuell so, wie er halt aufgestellt ist, welches Immunabwehrsystem er hat und so. Das ist einfach deswegen individuell unterschiedlich. Und bei mir ist es jetzt tatsächlich glücklicherweise so, dass mir es kaum was ausmacht, dass ich mich relativ gut fühle. Und das Einzige, was ich so fühle, ist jetzt im Moment gar nicht, aber irgendwie das im Kopf, dass da so ein Vakuum, dass da irgendwie sowas, dass man sich so in komischen Energie manchmal befindet. Und was ich alles da dagegen gemacht habe, das erfährst du in meinem unzensierten Video. Es ist auf jeden Fall eine Chance, sich selbst nochmal im Klaren zu werden. Also jede Krankheit allgemein ist die Chance, sich im Klaren zu werden, was ist in meinem Leben wichtig. Was sollte ich ja für mich beachten? Was kann ich denn machen, dass mir es selber besser geht? Und das sollte man tatsächlich mal, auch wenn man jetzt nicht krank ist, sich ernsthaft überlegen. Wir haben ja viele Sendungen, wo ich auch immer wieder dieses Thema bringe. Aber man sollte sich doch jetzt das tatsächlich mal ernsthaft für sich überlegen, gerade in Hinsicht auf eine Krankheit, wenn man krank werden würde, was wäre denn dann? Und das ist für mich jetzt so der Ansatz, zu gucken, wie werde ich mein Leben ändern, so dass es mir besser dabei geht, also meinem Körper in erster Linie, meinem Körper, denn mein Körper ist ja meine Burg, mein Zuhause, ist es das, was, wo ich drin wohnen darf als Seele. Und meinem Körper soll es doch gut gehen. Und von daher bin ich jetzt auf diese Idee gekommen, das noch mehr zu vertiefen. Und das möchte ich euch auch sehr ans Herz legen. Und ich biete euch jetzt eine ganz liebevolle, schöne Meditation an, einfach nochmal, um seinen Körper wertzuschätzen und dem Ganzen Kraft und Liebe zu geben. Und ich lade dich ganz herzlich dazu ein, jetzt teilzunehmen. Und schön, dass du da bist. Ich stimme mich schon ein.
Ich nehme auch mal ein bisschen Namenenergie, weil die Namenenergie ist ja direkt aus dem Zentrum, die intensive Verjüngungsenergie, die intensive Heilenergie, und das kann ich natürlich gerade sehr gut gebrauchen. Geliebter Mensch, geliebte Menschenfamilie, wir sind heute hier versammelt, um unseren Körper zu ehren, um unseren Körper zu lieben und wertzuschätzen. Und es ist wunderschön, dass du, genau du jetzt hier in diesem Moment hier bist. Denn unser Körper, er begleitet uns ein ganzes Leben lang. Und er ist so wertvoll für unsere Seele und für unseren Geist. Je besser es unserem Körper geht, umso kräftiger und schöner und erfüllter wird unser Leben sein. Und so habe ich heute die Engel gerufen, die Engel der Liebe und die Engel der Heilung. Und diese Engel werden uns nun begleiten. Das Licht der Liebe strömt ein. Das Licht der Heilung strömt ein. Dieses Licht breitet sich aus und liegt dir zu Füßen. Und es ist an dir selbst zu entscheiden, ob du dich diesem Licht öffnen möchtest. Denn es ist das Licht der geistigen Welt, welches dich heute einlädt, dich zu öffnen und zu fühlen, wie sich Licht und Liebe anfühlen. Dieses Licht, diese Energie, sie lädt dich ein, dich zu öffnen und zu spüren, dass du mehr bist als ein Mensch. Einfach zu spüren, dass dir die unbegrenzte Liebe und Heilung zur Verfügung steht und dass du selbst entscheidest, wie du mit diesen Energien umgehen wirst. Und so, wenn du nun bereit bist und dich öffnest, mit deiner Absicht dich öffnest, wird die Energie zu dir strömen. Sie wird dich tragen. Und sie wird dich berühren an all den Stellen, wo es wichtig für dich ist. Und je tiefer du dich fallen lassen kannst, umso mehr wirst du die Energie fühlen. Umso tiefer du dich hingeben kannst, umso mehr wird dich die Energie berühren. Und vielleicht spürst du jetzt schon,
wie sich dein Körper anhebt, wie es sich alles ganz leicht anfühlt und du in diesen Zustand gerätst, den man kaum beschreiben kann, in den Zustand der Schwerelosigkeit, der Hingabe und der Liebe. Und so lade ich dich ein, dies jetzt zu genießen, eins zu werden, vielleicht sogar zu verschmelzen mit diesen Energien. Denn sie sind dir ganz nah. Sie berühren deine Seele. Sie streicheln deinen Körper. Und sie flüstern dir zu. Du bist so ein wundervoller Mensch. Du bist ein großartiges Wesen. Und es ist schön, dass du gerade jetzt hier bist. Und so genieße noch ein wenig all diese Geschenke der Energien. Vielleicht spürst du jetzt Leichtigkeit und Freude. Und vielleicht spürst du auch, wie dein Körper sich wohlfühlt, wie er ganz entspannt ist. Und du in deiner Mitte bist. Wenn du dies spürst, hast du alles richtig gemacht. Und so lasse dich nun sanft wieder in das Hier und Jetzt zurücktragen. Du weißt, die Engel sind bei dir. Und die Liebe und das Licht, sie begleiten dich heute den ganzen Tag. Und dann öffne deine Augen, bewege Hände und Füße und komme ganz wieder in deinem Hier und Jetzt an. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst und ich dir dieses Geschenk überreichen durfte. Ein Geschenk für deinen Körper. Und wenn du das unzensierte Video hören möchtest, dann gehe jetzt gleich auf Smarana TV, denn dort habe ich es eingestellt. Der Link ist unter dem Video. Und wenn du immer wieder die neuesten Nachrichten der geistigen Welt hören möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal, indem du hier draufklickst. Und ich danke dir sehr dafür. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!